Ja, ansonsten irgendwie noch so ein Item, falls einem noch irgendwas einfällt, was er in der neuen Welt nutzt. Ich kann ja auch mal was übersehen. Hier ist kein Platz mehr. Das ist zwar traurig und bedauerlich, aber theoretisch machbar. Das ärgert mich dann ungemein. Ich habe immer Willst noch du uns so viel zuschauen? rum, dass ich hier nicht genug produziere, meiner Meinung nach. Ja, ich könnte jetzt die anderen zwei da noch oben rausnehmen. Produziert ihr eigentlich nur rum? Ja, du produzierst hier nebenbei rum. Das könnte ich aber noch rausnehmen. Dann würden wir weniger rumproduzieren. Nicht viel, aber es würde was ändern. Ja, statt 50% für keinen, also für nur einen, gibt es jetzt 35% für alle. Da bin ich übrigens auch nochmal überlegen, mit diesen ganzen Items. Ich wollte Nutze ich schon auch immer eine eigentlich eigene alles kleine recht Hütte haben. wenig, aber es gibt ja dann nicht nur hier die Sachen, wo ich hier nochmal Strom kriege und so weiter, mal zusätzlich ein bisschen Öl, bla 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 bla, braucht kein Mensch. Ja, hier sind so die wichtigsten, aber diese Abwehrgeschütze, die würde ich ja schon ganz gerne mal. Ja, ich weiß nicht, sind die kompatibel? Weiß das einer? Die Abwehrgeschütze, wenn ich die zwei nämlich hier zusammentue, habe ich eine Angriffsgeschwindigkeit von 80% mehr. Das ist ja dann wow. Ja, alle zusammen habe ich 100% mehr. Das ist schon eine krasse Sache. Ja, gut, hier Zufriedenheit mit Wohngebäuden und Attraktivität plus 1, das bringt's nicht. Die 30% mehr Einkommen ist schon eine Hausnummer. Ja, mit so wenig Häusern wie möglich arbeiten. Wäre schon cool. Ja, man könnte natürlich auch hier sich so eine Turbine herstellen. Ja, also so ein Propeller. Der wäre auch nochmal mit 25% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Kisten unter Deck. Da finde ich die anderen jetzt, wenn man nur im Late Game bist, natürlich besser. Aber gut. Was machen wir jetzt als erstes hier noch? Zurzeit. Die Limonade, Shampoo hält sich noch die Waage. Die Konfitüre sieht gut aus. Da müssen wir nichts großartig machen. Chrom ist absolut geil und perfekt. Warum könnte ich buffen, aber dann müsste ich den wieder rausnehmen. Also, dass ich mehr Chrom verbrauche. Das ist alles strategisch. Wenn ich jetzt ihn mit rausnehme, brauche ich aber noch mehr Konserven. Aber das würde sich in beiden Richtungen nicht großartig verändern, oder? Wenn ich den jetzt wegnehme, wen tue ich denn da rein? Keine Aufstand, zusätzliche Zufriedenheit brauchen wir nicht. Mehr Zufriedenheit, mehr Geld. Was haben wir denn so? Wir haben nichts, womit ich jetzt sagen müsste, boah, das brauchen wir jetzt. Könnten wir Arbeitskräfte holen. Ma. Kulturgebäude brauchen wir nicht. Mir fällt da ehrlich nichts ein. Also so gar nicht. Historien und Virus. Das hier alles für ein Layout, was ich nicht mehr brauche. Die drei großen habe ich schon drin. Deswegen. Bedürfnis nach rum. Ja, dann lassen wir es. Ja, ich könnte ihn damit reintun. Dann habe ich noch mehr Leute. Ach, das ist schon gut so. Ah ja, hier sitzt ja noch einer mit Ethanol. Den hatte ich ja hier abgestellt. Weil hier wird eigentlich genug produziert. Irgendwo. Wenn man es gerade mal sieht, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Ich finde es nicht. Ach ja, weil ich es ja auf Dings gestellt habe. Deswegen lasse ich es immer auf allen stehen. Aber jetzt habe ich was im Auge, jetzt sehe ich nichts mehr. Da ist mein Ethanol. Habe ich extra nochmal ein Zusatzschiff mit eingeführt, das nochmal extra Ethanol in die neue Welt bringt. Das sollte jetzt auch alles funktionieren. Ja, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch hätte, wenn ich wieder was sehe auf meinem Auge, ist eine Verkaufsroute einzuführen, wo der Rum einfach verkauft wird nebenbei und der einen Überschuss hat.
Sprich, ich schließe an mein System, ja, weil ich ja ein Kreislaufsystem hier habe, der hier immer rundherum verteilt, eins auf diese Inseln mit an, wo dann ein Schiff ganz langsam mit einer Sache beladen, das kann ich ja dann kontrollieren. Da muss man dann so ein bisschen pegeln beim Verkauf, dass er eben halt nur 10 oder 50, ja, oder 100, je nachdem, dass man dann guckt, wie viel er dann verkaufen soll. Um das hier besser zu regeln. Aber ich glaube, das wird jetzt mit dem Ethanol wieder ein bisschen besser laufen. Wenn ich es heute mal finde hier in dem ganzen Verein. Da. Es ist alles so voneinander abhängig geworden. Ist der Wahnsinn. Macht sich schon. Ich müsste echt überlegen, ob ich den nicht wirklich hier rausnehme. Weil der frisst ja so viele Arbeitskräfte. Das ist ja. Wow. Ich meine, das funktioniert jetzt gerade so. Das ganze System hier nicht mehr verändern. Genauso stehen lassen. Wie kriege ich das jetzt hier hin? Kartoffeln fehlen mir. Das habe ich ja alles so gut gebaut. Das ist das. Heißt hier mit Mühe und Not hier nochmal. Was ist das Guten Harz Tag. hier reinbekommen? Weil diese. Also Farbe. Wow. Ich sage euch, diese Farbe, die zieht ja. Oder wenn mir da einer sagen kann, wie ich da die Arbeitskräfte und die Produktivität irgendwie alles. Ja. Das ist ja Hammer. Ja. Der produziert hier alle 15 Sekunden. Die kommen hier teilweise so schnell nicht hinterher, dass sie hier einen Leerlauf haben. Ja. Weil die so schnell das nicht mehr transportieren können. Und der steht schon an der Quelle. Ich weiß nicht, ob das strategisch günstiger ist, die nur noch vom Lager aus arbeiten zu lassen. Das müsste ich echt mal ausprobieren. Ob das Sinn macht, diese Lackverarbeitungsfabrik einfach nur irgendwo am Lager stehen zu lassen. Hier fehlen die Rohstoffe. Seht beschäftigt aus, da kommt jemand. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, hier sind meine Shampoo-Fabriken. Die würde ich ganz gerne ein bisschen buffen, aber ich glaube nicht, dass die hier noch was abkriegen, oder? Alle Fertigungsstellen, Manufakturen, alle Fertigstellen, Manufakturen, alle Fertigstellen, Manufakturen. Ja, euch könnte man theoretisch buffen. So viel Platz wäre hier noch, wenn man das noch hinkriegen würde wollen. Das sind die Chemie- und Mehrzweckfabriken. Zählst du auch als Chemie- und Mehrzweckfabrik? Chemiefabrik. Ja, die Chemiefabrik könnten wir hier buffen. Dann könnten wir die theoretisch hier buffen. Nein, können wir nicht, weil das vom Radius nicht ausreicht. Das würde nur hier funktionieren und hier wird es wunderbar funktionieren. Das heißt, ich würde das Ding, wenn wir jetzt hier Tetris spielen, dann klappt das schon mal nicht. So viel dazu. Möglichkeit A ist diese. Möglichkeit B ist ein bisschen komplexer, könnte aber funktionieren, wenn ich ihn. Stelle ich ihn so lange Eine hin? Explosion Nirgendwo. erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, ich habe immer noch. Das Teil können wir, das können wir hinstellen, wo wir wollen, aber wir haben keinen Platz mehr dafür. Das ist der Wahnsinn. Wir haben null Platz mehr. Eine neue Insel anfangen ist mir zu einfach. Wenn ich ihn jetzt ein Stück weiter rüber stellen. Oh, er würde da. Da wird sogar da drüben noch funktionieren. Warte mal. Machen Sie das Unmögliche möglich. Ah, nee, das funktioniert nicht. Der muss dann so stehen. Du hast deine Buffs und Kos noch. Der kommt hier gerade nicht an. Da könnte man theoretisch noch was abziehen. Da würde das funktionieren, wenn ich den irgendwie. Stell dich mal so hin. Das sieht zwar gerade dämlich aus, aber machen wir mal. Dann kriege ich den hier so mit dran gesetzt. Dann würde das theoretisch funktionieren. Hätten Die wir das Flammen wurden Lagerhaus. gelöscht. Kommen wir mit hierher. Gut, und wenn wir jetzt das Ding hier, könnten wir den mit reinbauen. Mal das noch ein bisschen cleverer anstellen. Das ist zwar auch Tetris-mäßig, weil wir müssen irgendwie
Wir haben hier so viele Verbindungsstellen, das ist der Wahnsinn. Der muss mit dem zusammenarbeiten und der muss mit dem zusammenarbeiten. Ich könnte den darüber ziehen, dann könnte der mit dem zusammenarbeiten. Dann würden wir uns den sparen, aber ob wir den sparen können oder nicht, ist völlig irrelevant. Im ersten Augenblick. Wie kriege ich den jetzt hier halbwegs mittig? Na, das würde funktionieren. Dann würde ich mir aber hier die Ecke wieder sparen können. Weil wir den nicht weiter rüber kriegen. Und somit stehen wir hier erstmal Schachmatt. Es sei denn, wir kriegen den irgendwo anders mit untergebracht. Und da gibt es nur eine Stelle und das ist die hier. Da würde rein theoretisch das Ding reinpacken, wenn ich da noch eine Straße wegnehme, richtig? Ja, wenn ich die Straße wegnehme, kommt das dahin. Müsste ich den hier ransetzen, dann würde der da genau passen. Machen wir erstmal. Dann sind wir den hier drüben erstmal los. Zumindest für einen Moment. Du kommst dahin. Verdammt, einen zu weit gemacht. Nochmal von vorn, weil es uns Spaß macht. Eieiei, ja, was ist denn dabei? Da, lalalala. Gut. Jetzt haben wir's. Und den können wir ganz wunderbar einfach daneben hinstellen. Geht uns dann auch noch nicht auf den Sack oder steht irgendwo im Bereich des Unmöglichen. Weil ich brauche diese 150 Arbeiter, sonst habe ich hier ein Problem. Ja, auch hier stehen mittlerweile kleine Restaurants, die eben halt dafür sorgen, dass wir hier schon mal weniger Kaffee und so verbrauchen. Das ist schon toll, wenn das dann funktioniert. Gut, wenn ich den jetzt so stehen lassen würde, hätten wir einen Minusbereich. Das wäre echt ärgerlich. Wenn ich ihn allerdings so hinstelle, haben wir in der Mitte richtig viel Luft. Und jetzt könnten wir den Bereich komplett nutzen. Wenn wir uns jetzt gut anstellen, kriegen wir alle rein. Gut. Ich habe gesagt, wenn wir uns gut anstellen. Nicht, wenn wir uns perfekt anstellen. Sehr schön. Dann könnte man den so nehmen. Wie kriegen wir das jetzt noch effizienter genutzt? Die kann man ja auch noch rum balancieren, wie man möchte. Aber besser kriegen wir es schon fast nicht mehr hin. Zusammenstellen geht nicht. Und wo ich den Dings hinstellen will, weiß ich auch nicht. Fakt ist eins. Shampoo-Fabrik A und B kommen hier mit hin. Die müssen gebufft werden. Wir brauchen da eine höhere Produktionsleistung, sonst wird das ein bisschen knapp. Schauen wir mal, ob wir beide buffen müssen oder nur eine. Die Lacke und Farben kommen nach vorn. Stellen wir dann hier hin. Gut. Wo sind meine ganzen Chemiefabriken? Alle Chemiefabriken, alle Fertigungsstellen, alle Chemiefabriken, alle Chemiefabriken, alle Chemiefabriken, alle Chemiefabriken, alle Chemiefabriken, alle Chemiefabriken. Haben wir noch jemanden für Chemiefabriken? Ich glaube, das sieht schlecht aus mit Chemiefabriken. Kriegst du einen Buff? Kriegst du einen Buff? Ach ja, du zählst nur für Limonaden und Kaugummi und Dings. Also bringst du mir hier auch nichts. Toll, danke. Also haben wir jetzt alles für ein Item gemacht. Das ist ja toll. Da freuen wir uns aber. Hat sich ja mal gar nicht gelohnt. So, wo beiße ich jetzt vor Wut rein? Na, zumindest der kann da außen rumfahren. Das ist ja schon mal schön. Da können wir eine Feuerwehr reinstellen. Guck, es wird passen. Naja, 50% mehr Produktionen haben oder nicht haben. Gibt es denn dafür noch ein Item? Ich glaube nicht. Item Entwicklungspower. Was haben wir denn hier? Chemie. Geht einfach so Chemie? Nein, ich muss Chemie Limonade eingeben. Chemie Shampoo.
Chemie, Shampoo. Alle Chemiefabriken. Wir brauchen aber alle Chemiefabriken. Farben und Der Lacke. alte Kauz von Tutor Ja, konnte nicht wir mal haben eine nur. Medusa von einem Zentauren. Jetzt weiß ich auch, warum ich die nicht gebufft hatte. Weil sich das gar nicht lohnt. Jedenfalls nicht großartig. Naja, 50% sind 50%. Die nehmen wir erstmal mit. Das haben wir jetzt umgestellt. Problem ist, dass das Ding jetzt von 15 auf 12 Sekunden arbeitet und dadurch noch schneller wird. Super. Ja, Shampoo-Fabriken finde ich toll. Was war das nochmal mit den Shampoo-Fabriken? Es gab da nochmal ein Item. Haben wir das hier? Warte mal, ich gucke nochmal nach. Weil wenn wir das Ding jetzt schon gebaut haben, dann können wir nochmal nachgucken. Was haben wir denn da? Chemie, Shampoo. Shampoo. Ah, da können wir Salpeter, Talg und Schieß mich tot herstellen. Ja, haben wir das denn da? Hat der Papa das da? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht da. Ich kenne mich doch. Ich muss ja nur gucken, ob ich unten das Dings herstelle. Wie das heißt, ist eigentlich fast egal. Da haben wir es doch. Kannst auch du Schildes übernehmen, Dank. oder? Ja, So, bereit. erstmal. Du bist zwar arschlangsam, aber bis du da ankommst, dann kriegen wir nochmal Chemiefabriken, noch ein bisschen Dynamit und so und können das nochmal buffen. Ich weiß aber nicht, ob das so Bitte bereit. clever ist. Weil wir werden jetzt garantiert wieder zu viel Kokos verbrauchen. Ich kenne mich doch. Das wird doch mit dem Kokos wieder nix. Verdammt. Suche, finde das Kokos. Kokosöl. Nur davon haben wir erstmal noch genug. Wahrscheinlich über die Jahre wurde das ja nicht verändert. Und jetzt produzieren wir auf einmal mehr. Interessante Auslegungssache hier. Naja. Und so geht das Leben hier stetig voran. Beim Cognac bin ich immer noch nicht weitergekommen. Der zurzeit immer noch von hier unterstützt wird. Ja, das andere würde auch zu lange dauern. Dann würden wir hier wieder stundenlang sitzen und außerdem arbeite ich hier immer mit. Ja, also mit, wenn ihr ja nur meine Dings da, verfolgt, meine Serien, da wird, sage ich mal, noch sehr human gearbeitet und darauf geachtet, dass wir jetzt nicht allzu lange bauen. Ja. An bestimmten Sachen. Und hier wird stundenlang an einer Sache gearbeitet, wo sich andere denken, lass es doch einfach so stehen. Nein, das geht so nicht. Würstchen sind auch schon wieder relativ knapp. Wurden die nicht irgendwo mal hier? Hier hätten wir Würstchen. Ja, momentan. Ich überlege noch, ich will das einfach nicht rausnehmen. Wir haben noch die Möglichkeit, jetzt hier auf Minimalbasis umzustellen. Sprich, den hier reinzuhauen. Und zu schauen, wie viel Getreide wir letztendlich brauchen. Wenn ich das clever anstelle, kriegen wir den wahrscheinlich auch höher, oder? Wollen wir es probieren? Wenn ich den jetzt so hinstelle. Der passt doch mit der 96er-Variante. Und wenn ich ihm jetzt 3 wegnehme, kann ich 4 aufbauen. Das wäre schon schön. Damit hätten wir das Bierproblem innerhalb von Sekunden gelöst. Aber auch nur, wenn das jetzt so funktioniert. Zur Not können wir ihm auch das Silo klauen. Ich meine, das ist jetzt nicht so viel, aber sonst eben halt mal gucken. Ja, weil hier haben wir die Ecke drin, hier können wir den Spaß machen. Und wenn ich dem ihm auch wegnehme, kann ich den dorthin stellen, den so hinstellen. Dann mache ich hier die Ecke zu und habe dann hier noch einen kleinen geschützten Bereich. Ja, ich könnte auf Dings verzichten. Ich glaube, den brauchen wir nicht, oder? Doch, den brauchen wir. Also wenn wir den nicht brauchen, brauchen wir auf jeden Fall den hier. Weil so oder so. Dann haben wir hier drüben noch einen Platz frei.
könnte man, keine Ahnung, nur Dings hinbauen zurzeit. Dann hätten wir hier noch genug Platz für ein paar Kartoffeln. Die würden hier dicke hinpassen. Haben wir hier unten aber noch einen kompletten Bereich, den wir noch irgendwie nutzen könnten. Können wir ein bisschen weiter rüber stellen und das so bauen? Wie passt denn da noch? Eine ganze Menge. War schon ein halbes Hotel reinpassen. Also Dings passt auf jeden Fall. Den könnte man aber dann nach oben stellen. Nee, können wir nicht. Ja, der würde jetzt gerade hier perfekt reinpassen. Ach, was soll's dann? Stellen wir den hier rein und sagen, das soll so. Wenn einer fragt, das soll so. Ja, sieht vielleicht ein bisschen ulkig aus, aber so vom Prinzip her haben wir das jetzt erstmal. Jetzt kommt es drauf an, ob das mit dem Getreide so hält. Immer dieser Ritt auf der Rasierklinge. Passt das? Passt das nicht? Müssen wir großartig nichts verändern? Ja, ach ja, wir wollten ja hier oben noch Dings einführen. Ich sag ja, es gibt immer noch was zu tun. Immer wieder und immer mehr. Oh Gott, das kriegen wir doch nie abgeholt hier. Es wird doch nichts mehr. Es sei denn, wir buffen jetzt hier auf Teufel komm raus, stellen hier noch zwei Lagerhäuser auf. Weil der Platz wird ja gerade eh nicht genutzt. Nehmen dann ihn. Ihn nehmen wir dann raus. Holen ihn raus. Ich hole ihn vor euch raus. Also mein Dings. Mache so und suche jetzt meine Hafenmeisterei. Und weiß dann ganz genau, dass das nicht funktioniert. Sehr gut, so viel dazu. Der einzige Platz, wo er passen würde, wäre nirgendwo. Richtig, sehr gut. Wunderbar. Wie kriege ich hier jetzt noch ein drittes Ding rein? Wie kriege ich jetzt mein Ding hier rein? Genau. Meine Hafenmeisterei. Denn wenn wir das kriegen, könnte man nochmal drüber nachdenken, das Ding zu buffen, weil alleine nur das Teil aufzustellen bringt uns 300% Produktionsleistung. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Das sind 300%. Ja. Wir müssen das jetzt hier nur ordentlich in den Verein bekommen. Das ist so eine Sache. Wir könnten auch den hier erstmal tauschen. Das würde auch funktionieren. Gehen wir darüber. Alleine den hier rüber zu schieben, würde uns schon eine ganze Menge bringen. Ja, wir könnten auch auf dieses Dings verzichten. Wir werden beobachtet. Das Lager ist. Wie weit kriegen wir den noch rüber? Eine ganze Menge, wenn wir wollen. Damit steht der hier, damit steht der da. Hilft uns doch schon mal weiter. Wenn wir noch irgendwo einen einzigen Platz kriegen würden. Mir fehlt einer, wo ich den nach rechts oder links schieben kann. Bloß den einen kriege ich nicht. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist hier versucht habe, die Lücke zuzubekommen. Wenn ich den weiter. Nee, der muss fest sein. Das ist schon wieder Shit. Hoch 3000. Wenn ich den hier hinstellen würde, wird er noch gerade so ankommen. Aber auch nur, wenn er da steht. Ja? Es geht jetzt gerade hier um den Hafen-Dings. Wenn ich ihn da hinstelle, müsste ich die miteinander tauschen. Aber ob das vom Winkel her klappt, weiß ich nicht. Vorteil wäre, wir würden noch einen Dings reinbekommen. Tauschen wir das? Wissen wir. Geht nicht anders. Wir tauschen. Komm mal her. Du gehst jetzt hier rüber. Dann gehst du hier rein. Du kommst noch da an. Buffst aber gleichzeitig die drei noch mit dazu. Dann können wir hier noch den Dings mit dran bauen, wenn wir wollen. Können auch noch einen Kanonenturm aufstellen, aber der kann auch irgendwo hier stehen. Wo der letztendlich steht, ist eigentlich fast irrelevant. Ja, weil ich hab's hier ganz gerne, dass hier noch so ein paar Türmchen drumherum stehen. Gut, aufs Lassen. Öldepot können wir, glaube ich, verzichten, oder nicht? Ja, Dicker. Das können wir uns leisten. Ja, und jetzt fehlt mir theoretisch nur noch einer, dann könnten wir hier noch vor irgendwas bauen. Deswegen, mir fehlt hier ein Platz. Ich
Wie Wäre geht's? alles machbar, ich müsste eigentlich den nur raushauen und dafür was anderes nehmen. Ja, also jetzt haben wir auf jeden Fall genug Shampoo. Und weil ich gerne Quarz einmal haben möchte, kann ich hier einmal Quarz reintun. Ja, wir haben hier zweimal, einmal da und einmal da nochmal Dings dazugeholt, 600%. Das sollte also ausreichen, wenn ich dann einen weniger quasi mache. Und schon haben wir wieder was optimiert. So einfach geht das hier in diesem Spiel. Muss nur ein bisschen was hin und her schieben. Bringt uns aber erstmal nicht viel. Wenn wir aber noch Quarz brauchen, können wir das hier noch alles voll buffen. Die laufen ja als erstes voll. Weil zurzeit ist Quarz wieder in Ordnung. Das läuft hier alles wieder super. Sehr schön. Hier steht noch Konfitüre. Ja, ich habe hier noch ein bisschen gebufft. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier nochmal höher antreiben will. Also ich könnte ja theoretisch, sage ich mal, so ein kleines Plus reinhauen, wenn ich mir jetzt einfach das Ding hier komplett nochmal überlagere. Sprich, ich baue hier nochmal so eine Nummer auf hier mit den ganzen Varietés oder Schulen, um das nochmal irgendwo hinzustellen. Jedenfalls kurzfristig könnte ich das ja abreißen und könnte dann einfach hinbauen, um eben nochmal zusätzlich ein bisschen zu generieren, um hier die Palastflügel auf 100 zu kriegen. Ich weiß nicht, wer da noch mehr schaffen kann und auch möchte. Bei ein paar Tierchen könnte ich nur reinhauen, aber ja. Quarz ist verdammt knapp. Verdammt knapp hier die ganze Anlage. Oh, den kriege ich nicht höher. Hier oben haben wir Fische, aber so viele Fische brauchen wir eigentlich nicht. Deswegen steht hier nämlich alles unter Quarz. Aber den hier oben können wir auch nicht buffen, weil wir da nicht mehr rankommen. Und es ist alles so zugehämmert hier, ja. Dieser Blick ist immer phänomenal. Zack, bam. Hier könnte ich noch einen hinstellen. Hier wird was gehen. Ja? Was stelle ich da hin? Dafür stand übrigens auch mal einer. Und zwar für die, um hier nochmal Golderz und Perlen zu produzieren. Wir können jetzt hier einen aufstellen für gar nichts eigentlich. Ja, um nochmal ein paar Schweinchen mehr zu bekommen und ein bisschen mehr Wolle von den Schafen. Ja, brauchen wir denn unbedingt Schweinchen? Naja, es hält sich momentan die Waage. Die Leute gehen Schwierig. auf die Barrikaden. Was hatte ich hier eigentlich noch verändert? Ach ja, ich habe hier sogar auf Zigarren. Zigarren waren dann doch irgendwie. Also da würde ich mal gerne mal die Leute fragen, die hier immer sagen, ey, yo, alles easy going, kriege ich hin. Apropos, ich habe hier vergessen, da Dings zu bauen, oder? Ja, eine Polizeistation. Das ist das Einzige, was hier nicht steht. Da wird sich natürlich direkt drüber ausgelassen. Mein Gottchen, nee. Da müsst ihr jetzt erstmal mit durch. Tut mir leid. Da gucke ich dann bei Gelegenheit nochmal, wie ich das jetzt hier noch geregelt bekomme. Ja. So, hier waren wir noch. Ja, der Tabak. Wie das Leute hinbekommen, dass sie hier kaum Tabak, also dass sie da keine Tabakfelder brauchen. Also ich erzähle euch jetzt hier mal was. Ich habe ja meine ganzen Tabakfelder hier drüben zu stehen. Ja, alles gut und schön. Und ich weiß nicht, wie viel Tabak ich mir irgendwo nebenbei holen soll. Also es gibt zwei, drei Items, wo das geht. Ich glaube, zwei, drei gibt es, glaube ich, gar nicht. Zwei weiß ich auf die Schnelle. Ja, eins ist hier drin. Jedes fünfte Mal. Gut, dann habe ich hier aber meine 10 Kollegen zu stehen. Die Natürlich fressen kommen hier Sie zu aber uns. auch den Tabak auf bis zum Getno. 13. Ja, 13 Sekunden Verarbeitungszeit. Die fressen mir hier meine Bretter. Ja, also Vorsicht, ein Biber ist ein Scheißdreck dagegen, was die hier an Holz fressen. Ja, und die Es sieht waren mir, jetzt trotz wir befinden uns allem entwässert. ganz schön nahe am, ne? Am Maximum. Klar, ich könnte hier, und wenn man das alles auf Rathäuser ausrichten würde, deutlich mehr noch machen an Tabak. Ich könnte ihn hier austauschen und könnte dann hier Tabak noch mit reinholen. Dann verbrauche ich aber Kaffee. Ja, ein paar Leute will ich vielleicht auch noch mal mehr haben. So 100% der Unterhalt und so weiter. Brandschutz mag ich ja auch ganz gerne. Ja, ich könnte das hier rausnehmen und dann könnte ich noch mal ein bisschen Tabak einsparen. Nichtsdestotrotz läuft es jetzt gerade ganz gut, aber komplett, sage ich mal, ohne irgendwelche Tabakfelder finde ich es verdammt schwer auszukommen. Naja, so bin ich hier und bleibe doch weit fern.
Ja, ich habe also immer noch mächtig zu tun. Ich freue mich auf die neuen DLCs und hoffe, dass es natürlich was gibt für die Züge. Ansonsten sehen wir uns natürlich am Dienstag wieder, wenn ich bei meiner anderen Serie weitermache. Falls hier nochmal irgendwelche Fragen sind, irgendjemand was Die weiß, was ich noch nicht Menschen weiß, was lassen mir sie helfen könnte, bin ich hochleben. natürlich sehr verbunden, wenn mir da einer was vorschlagen kann. Ich probiere auch gerne Sachen aus, so ist das ja nicht. Ja, wenn ich mal was ausprobieren soll, wäre ich auch dafür zu haben. Als dann, das war's wieder.